Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Aduis. Seid ihr schon in Halloween-Stimmung? Denn ich definitiv. Aber ich habe noch keine Fensterdekoration. Deshalb bastle ich mir heute selber eine. Kurz vorab noch. Wenn ihr keine Bastelvideos von Aduis mehr verpassen wollt, dann unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. So, was brauchen wir jetzt alles für unsere Fensterdekoration? Als erstes brauchen wir natürlich eine Vorlage. Ich habe mich jetzt hier passend zu Halloween für einen Kürbis entschieden. Diese und zwei weitere Vorlagen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann brauchen wir ein Tonpapier. Transparentpapiere in verschiedenen Farben, Malerkrepp, ein Klebestift, eine normale Schere, eine Silhouettenschere, das ist diese kleine hier, und eventuell noch ein Bleistift. Als erstes nehmen wir jetzt unser Tonpapier. Ich habe jetzt hier eins in DIN A3, das ich einfach einmal in der Mitte durchfalte. Ihr könnt aber natürlich auch zwei in der gleichen Farbe in DIN A4 nehmen. Dann nehme ich meine Vorlage, lege sie auf das Tonpapier und klebe alles an den kurzen Seiten zusammen mit dem Malerkrepp. Wenn ihr DIN A3 Tonpapier verwendet habt, dann müsst ihr jetzt noch die lange Seite aufschneiden. Und dann können wir auch gleich schon beginnen, die inneren weißen Felder mit der Silhouettenschere auszuschneiden. Ein Trick ist dabei, die weißen Felder immer ein wenig zu knicken und dann mit der Silhouettenschere seitlich reinzuschneiden, damit schon mal ein Loch entsteht und wir innen leichter ausschneiden können. Das ist mit Abstand das schwierigste Teil an dem ganzen Werkstück, aber ihr könnt einfach immer mal wieder probieren, von oben und von unten zu schneiden, damit ihr es gut hinbekommt. Und wenn wir damit fertig sind, schneiden wir auf einer kurzen Seite die beiden Krepppapiere auf. Gut, dann können wir das Ganze auseinanderklappen. Und zwar so, dass wir beide Tonpapiere sehen. Auf die linke Seite ordnen wir uns unser Transparentpapier jetzt an. Wir suchen uns einfach eine passende Farbe aus. Und legen es dann auf die freien Stellen auf und versuchen ungefähr die Form auszuschneiden, dass es so quasi die ganzen freien Flächen abdeckt. Dabei kann es auch hilfreich sein, sich einen Bleistift zu nehmen und es so ein bisschen vorzuskizzieren, damit man sich da leichter tut. Dann nimmt man sich einfach eine Schere und schneidet das Ganze aus. So, und dann könnt ihr es nochmal auflegen und schauen, dass es auch wirklich nur die Felder abdeckt, die ihr auch wirklich abgedeckt haben wollt. So, und dann können wir auch gleich schon anfangen, das Ganze festzukleben. Dabei ist eine Klebeunterlage sehr hilfreich. Der Kleber kommt jetzt auf das Tonpapier, an die Stelle, wo ihr das Transparentpapier draufklebt. Dabei könnt ihr auch gerne großflächig arbeiten, weil das ist ja dann eh im Endeffekt innen drin und man sieht es nicht. Dann nehmt ihr euer ausgeschnittenes Transparentpapier und klebt es auf. Und so mache ich jetzt weiter, bis kein freies Feld mehr übrig ist. Thank you.
wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr euer Tonpapier mal aufheben und schauen, ob hinten Kleber durchgequollen ist. Den könnt ihr dann vorsichtig wegwischen. So, und dann sucht ihr euch eine neue Stelle auf eurer Klebeunterlage und gebt es auf die andere Seite, also die Seite ohne Transparentpapier, großzügig Kleber auf. Also auch da, wo der Stiel später ist, wirklich recht breitflächig. Und dann könnt ihr die zwei Hälften schon wieder zusammenfalten. Und gut festdrücken. Jetzt müsst ihr nur noch mit der normalen Schere den Kürbis einmal außenrum ausschneiden. Jetzt könnt ihr auch schon eure Vorlage abziehen und habt dann schon euer fertiges Endergebnis. Diese Vorlage habe ich selber gezeichnet. Ihr könnt eure natürlich aber auch selber zeichnen. Dabei müsstet ihr nur darauf achten, dass diese Randlinien hier mindestens 1 cm dick sind, damit es nicht so schnell reißt. Wenn ihr aber eine Vorlage von mir verwenden wollt, dann denkt dran, sie sind unten verlinkt, gemeinsam mit allen Produkten, die ich heute verwendet habe. Und dann bis zum nächsten Video. Also ich gehe jetzt erstmal meine Fenster dekorieren.